Hi ho, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde. Willkommen zurück zu Baldur's Gate. Ja, wir sind im letzten Gebiet der Küste angekommen. Jedenfalls der Küste, die wir kennen. Das Gebiet hier oben wollen wir ja nicht erkunden, weil wir nur dichten Wald gesehen haben. Also jedenfalls von dem Gebiet aus. Dann haben wir halt noch das Landesinnere hier, Ulcaster und die Gebiete hier oben, bevor wir uns da zum Räuberlager aufmachen. Und wir haben Berikos noch nicht fertig erkundet. Das machen wir nach Ulcaster dann. Also bevor wir nach Larswood und so gehen. Obwohl wir das sogar vor Ulcaster machen sollten. Aber erstmal gehen wir hier an der Küste entlang. Obwohl wir sollten die andere Seite entlang gehen, weil hier ist die Küste und nur auf der Seite kommen wir wieder raus. Deswegen gehen wir erstmal hier die Küste entlang und gucken mal, was wir hier finden. Kobolde. Wölfe. Guten Sie, denn ich verschwinde jetzt. Okay, Kobolde und Wölfe. Das ist halb so wild. Für die Gerechtigkeit. Das ist mein Wort. Das ist fast schon harmlos. Natürlich nur, wenn mir das Glück hilft. Oh, sie müssen doch ein bisschen was einstecken. Ja, obwohl wir jetzt schon so stark sind, sind Wölfe trotzdem immer noch ernstzunehmende Gegner. Naja, gut, sie machen nicht so viel Schaden. Wir haben genug Lebenspunkte eigentlich. Ach nö, die Sirene. Ah, habe ich ja hier ran? Nein. Noch eine Sirene. Man kann es ja mal versuchen. Was wollt ihr? Was immer ihr braucht. Ja, ja. So viel. Wie viele Sirenen sind das? Meine Klinge. Okay, die ganze Truppe ist übernommen. Durch drei Sirenen. Das ist übel. Also nochmal laden. Nichts leichter als das. Und noch mal in die Richtung gehen. Für die Gefallenen. Und ich glaube, das nächste Mal, wenn ich die drei sehe, sollte ich sie bretzen. Oh, jetzt sind sie Aaskriecher. Du bist ja ein komischer Kauz. Wow, Aaskriecher, die es auf meine Fernkampfkarte gesehen haben. Und ich habe ganz vergessen, ich habe ja jetzt Magieban, dann kann ich solche Sachen von meinen Leuten runternehmen. Ja. Ja, beinahe unterm, was wollt ihr? Nichts leichter als das. An sowas denkt man dann einfach nicht. Und mit Magieban kann ich diesen Schreckenszauber einfach entfernen. Was? Beinahe unter meiner Würde. Und zwar von allen Leuten gleichzeitig. Wie viele Pfeile hast du noch? Mehr als genug, du hast nur Pfeile im Inventar. Bei dir könnten die Schleuderkugeln besser aussehen. So, beißende Pfeile zu Kalid. Ja, nichts leichter als das. Davon haben wir ja schon ziemlich viele. Na gut, 30 Stück sind nicht so viele, aber sind mehr als 0. Du siehst komisch aus, wenn sie redet, du hast weiße Haare. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Ich bin ganz Ohr. Was wollt, nichts leichter als das? Ah, ihr zieht euch mal zurück. Ihr habt Geld. Machst Magie bannen. Ups. Das Magie bannen war zu früh. Kann ich euch behilflich sein? Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Was immer ihr braucht. Oh. Das ist nicht so schön.
Khalid ist gleich tot. Ne, das kann ich schon wieder vergessen. Ich habe das Magieband zu früh eingesetzt. Beinahe unter meiner Würde. Pause bitte wieder ausschalten. Okay, es sind wirklich da immer drei Sirenen. Wieder mal. Also kann ich da ruhig einen Feuerball reinschleudern. Ihr habt gerufen? So, einmal Feuerball. Was? Du bist ja ein komischer Kraut. Was immer ihr braucht. So. Kali soll es übernommen. Wenn sie noch mal einen übernehmen, dann mache ich mal die Bannen. Aber bis jetzt sieht es ja doch noch aus, dass nur Kali übernommen bleibt. Also banne ich mal den Zauber, bevor sie hier Khalid tötet. So, genau. Au. Das war jetzt toll. Wir haben ihm die Magie gebannt, sie steht sauer geworden, weil er angefangen hat, Dünger hier zu Hause zu legen. Sowas muss ja eigentlich auch nicht sein. Ja, oh, so, Yahira hat keine Heilung mehr. Wir haben überhaupt keine Heilung mehr. Abgesehen von Heiltränken. So. Drei Sirenen auf der Sandbank platt gemacht. Wolf. Da, jetzt kommen die Wölfe wieder vom letzten Mal. Ich glaube, Yahira trinkt einfach mal einen Schluck. Denn ich verschwinde jetzt. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Was? Ja, da wird sie das ganze Abenteuer drüber meckern, dass ja, der Sosa-Anführer Kacke ist. So, hier oben ist nichts an den Klippen. Aber da drüben sieht es so aus, als ob es weitergehen würde. Also gehen wir einfach einmal hier ringsherum und gucken uns da weiter um. Die Map ist, soweit ich weiß, auch nicht so groß, weil ein Großteil Küste und Wasser ist. Hallo, Schreckenswolf. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Oh, die bringen nicht so viel wie die anderen Schreckenswölfe. Die sehen auch ein bisschen anders aus. Können aber trotzdem gut zubeißen. Gut, einmal um den Wald herum. Ja, hier ist ein bisschen arg angeschlagen, muss ich zugeben. Darüber kommen wir aber nicht, nicht so leicht. Wahrscheinlich eher von oben aus. Von hier aus, hä? Jo. Hey, wer bist du? Der Bade. Ich sehe hier aber nirgendwo eine Badewanne. Ich töte Männer. Ich sehe Ogre-Berserker. Du bist ein Halb-Ogre. Du bist auch ein Halb-Ogre, oder? Ja, weil ihr seht anders verschieden aus. Du siehst ein bisschen grünhäutig aus. Und ein Ogrimon. Eine tolle Truppe habt ihr da. Ja? Was wollt ihr? Ein nackter Ogrimon, zwei Halborks und ein Ogre-Berserker. Ein Ogre-Berserker? Noch ein Ogre-Berserker. Was immer ihr braucht. Du, nimm mal einen Schluck. Sicher ist. Kommen noch mehr. Was? Alle mal bitte auf den Ogre-Berserker, bevor der Khalid wegprügelt. Meine Klinge wird euch
zurechtstutzen. Ja. Und jetzt alle Mann auf den Tod. Ich tue mein Bestes. Dunkle dahin. Was wollt ihr? Okay, wir müssen dringend vielleicht basteln. Nichts leichter als das. Au, das war jetzt wirklich mal ein übler Kampf. Aber sie haben ein paar nette Sachen fallen gelassen. Ein bisschen Schmuck. Oh, einmal magische Geschosse. Oh, ich vergaß, sie hat das ja noch viermal. Was wollte ich beinahe unter meiner Würde? Petto, au. Und das war ein Blitz. Und ja, das Gewitter hätten wir hier rufen können bei dem Kampf. Das wäre eine gute Idee gewesen. Speicher nicht möglich, weil wir vom Blitz getroffen wurden. Es scheint, ihr Wer bist du jetzt? Ich begegne Glück, nicht oft. Habe. Ich begegne nicht oft Reichenden in diesem Teil der Wildnis. Wenn ihr wollt, kann ich euch heilen. Ich verfüge über die nötigen Kenntnisse. Oh, das wäre sehr schön. Wir würden das begrüßen. Wir brauchen keine Heilung, Alter. Nein. Sicherlich, wir brauchen eure Heilung. Aber könnt ihr uns zuerst sagen, wie ihr seid? Ich bin ein Bader. Ich habe mich der Heilkunst verschrieben, um wieder gut zu machen, was ich in der Vergangenheit getan habe. Er tut also büßen. So wie Brage jetzt wohl büßt. Wir sind wegen meinem törichten Akt der Nächstenliebe meinerseits gestorben. Ich habe einen Bruder, einen bösen Mann mit dem Namen Daveron. Er lebt, weil ich es nicht fertig brachte, ihn zu töten, als ich die Möglichkeit dazu hatte. Viele sind durch seine Hand gestorben, auch unser eigener Vater. Ah, das ist übel. Ich habe gehört, dass er in diese Gegend gekommen ist und hoffe, ihn eines Tages zu treffen, um meinen früheren Fehler wieder gut zu machen. Ihr scheint Abenteurer zu sein, vielleicht kommt es ja dazu, dass ihr gegen meinen Bruder kämpft. Möglicherweise ist es aber nur Wunschdenken meinerseits. Doch nehmt dies, es hilft euch im Kampf gegen Anwender von Zaubern. Bewegt euch nicht und lasst mich meine Arbeit tun. Was hat er uns gegeben? Berührung eines Ghouls? Und wir haben es gerade versemmelt. Okay. Und er spricht leichte Wunden heilen. Das kann jetzt eine Weile dauern, aber er spricht jetzt zum Glück ziemlich schnell. Halt er uns jetzt einmal voll? Ja, ich kenne den Typen ja eigentlich, aber ich war noch nie so voll. Nö, er heilt uns nicht voll. Er heilt uns so oft, wie er es kann und dann haut er ab. Ja. Das ist aber schon mal eine gute Grundlage, um jetzt einmal zu rasten. Was wollt ihr? Hat sogar geklappt. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Und dann einmal durchzuheilen. Vor allem unsere eher weicheren Ziele. Ja, oh allgegenwärtige Autorität. Und Shahira selber. Und Minsk einmal. So. Jetzt sieht unsere Gruppe wenigstens noch einigermaßen kampfkräftig wieder aus. Und wir können an der Küste weiter suchen, ob wir wieder nervige Sirenen finden. Die wir töten müssen, bevor sie uns übernehmen und wir uns wieder gegenseitig töten. Welches Level hat Dyna hier eigentlich? 5. Oh, das heißt, sie wirft jetzt 3 magische Geschosse auf einmal. Sehr schön. Kommen wir hier hoch ohne Probleme? Ja, kommen wir. Sehr gut. Ah. Ich frage mich, warum es so viele Aaskriecher am Strand gibt. Weil das wäre wirklich kein schönes Touristenziel. Okay. Hebt mal die Lähmung bitte auf. Das können wir nämlich auch bannen. Genau, sehr schön. Ihr merkt schon, Magiebann ist ein sehr wichtiger Zauber.